So, liebe Leute, Achtelfinalspiel steht an. Der nächste Gegner sind die Kroaten. Wir wollen auf jeden Fall weiterkommen und ich muss meine Mannschaft ein bisschen umbauen. Liegt einfach daran, dass tatsächlich ein Brand mich überzeugt hat im letzten Spiel. Das meine ich halt mit der B11 zu spielen und mal zu zeigen, okay, die sind einige junge Talente dabei, die es können. Und dann Julian Brandner mit seinen 2 Toren hat er auf jeden Fall gezeigt, dass er es kann. Und dann die Jemi fliegt dafür aus dem Kader. Aus der Information, weil er hat mich nicht überzeugt, er hat seine Tore nicht gemacht, beziehungsweise seine Situation nicht gebracht. Und dafür kommt doch wieder ein Reus rein. Der hat nämlich auch überzeugt, der hat auch seine Tore gemacht. Also, why not? Mal ausprobieren. No. Deswegen darf ein Herr Brandt auch für Gnabry heute tatsächlich sogar von Beginn an mal ran, um einfach mal ein bisschen Power da auf die Seite, auf der Seite zu bringen. So, ich überlege gerade, ob ich noch eine Innenverteidigung ändern sollte. Nee, ich probiere es so. Brandt hat mich überzeugt, definitiv. Auch wenn er von vielen verschrien ist. Ich bin zufrieden. Wir wollen ins Viertelfinale. Das ist das große Ziel. Da muss also heute nochmal eine Leistungssteigerung her. Letztes Spiel war, wie gesagt, klar 4-1 gegen Costa Rica. Es war halt Anführungszeichen nur Costa Rica. Und jetzt kommt der erste Test. Spanien haben wir gerade so noch das Unentschieden geholt. Das wäre heute ein anderer Gegner gewesen. Deswegen sind wir Gruppensieger geworden. Und jetzt bin ich zufrieden. Auf geht's. Willkommen im Albeit Stadium. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Spiel. Rolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Auf dem Programm steht heute eine Partie aus dem Achtelfinale dieser WM. Deutschland gegen Kroatien. Wir sind also im Achtelfinale angekommen in diesem Wettbewerb. Jetzt wird natürlich auch die Sollen wir weiterkommen, kriegen wir Portugal oder Serbien, glaube ich, wir sind es. Ja, ist ja logisch. Die wollen mehr. Hier soll noch nicht Schluss sein. Übrigens, wer war nämlich nicht Gruppenerster geworden, wer jetzt die Belgier gehabt. Das ist eine andere Hausnummer als die Kroaten. Aber wie gesagt, wir müssen alle schlagen, wenn wir Weltmeister werden wollen. So wie was wir in Brasilien gemacht haben, wo sie dann nach und nach geholt haben. Oder auch Südafrika mit England, glaube ich, und Argentinien hintereinander weg. Cool. Ich muss sagen, England, das Ding war drin. Das wäre anders ausgegangen, wenn das Tor gezählt hätte. Ist aber jetzt Jacke wie Hose. Jetzt kommen wir volle Konzentration auf den Vizeweltmeister aus 2018 aus Russland. Kroatien, die 4-2 damals gegen Frankreich war noch. Da sehen wir die. Und jetzt wollen wir. Im Tor ist Manuel Neuer, Antonio Rüdiger spielt mit Niklas Süle in der Abwehr. Joshua Kimmich steht mit Leon Goretzka im Mittelfeld und vorne drin setzen sie auf Thomas Müller. Ja, Brand dran für Gnabry. Hat er 2 Tore gemacht, hat sehr viel Power gehabt im letzten Spiel. Also da war heute ran. Reus uns auf der Bank dafür. Wie gesagt, Gnabry raus aus dem Kader. Oder Adeyemi hat nicht überzeugt. Gar nicht mit dabei. Ist ja nach wie vor Lothar Matthäus Buschet. Wolf, unglaubliche 150 Einsätze für Deutschland. Ich glaube nicht, dass das in nächster Zeit jemand gefährden kann. Kroatien spielt heute mit dieser Aufstellung. Sie wählen ein konventionelles 4-5-1. Das heißt, es wird viel auf das Mittelfeld ankommen. Da wird sich eine Menge abspielen. Bin gespannt, wie sie das umsetzen werden. So. Die deutsche Mannschaft hat Anstoß. Wir legen los mit diesem Spiel. Ja, Vorteil für die deutsche Mannschaft.
Ja, das war doch. Ich meine, der Ball war jetzt weg, aber Sané hat sich das Ding ja wiedergeholt. Also könnte man doch, hätte man doch ruhig laufen lassen können. Havertz. Goretzka. Goretzka. Wieder der Ball zu Havertz. Ja. Kovacic. Er wird für ihr Spiel heute sicher wichtig sein. Also mit dem Ball am Fuß, da gibt es nur wenige, die so viel drauf haben, die so zaubern können. Wenn dann noch Zielstrebigkeit dazukommt, dann wird es gefährlich, dann fallen auch die Tore. Perisic. Ivan Perisic. Gut gemacht, mit dieser Grätsche holt er sich den Ball. Oi, pass auf, Titan. Bitte. Ich meine, das ist wahrscheinlich nicht die Optimallösung, aber in dem, also Rüdiger Süd, die haben. Da ist vielleicht jemand. Ah, oh, das ist bitter, Perisic, aber zu schnell. Havertz. Super, den gut gegrätscht da. Havertz, Brandt auf der Seite hat ein bisschen aber Platz. Wegen Buona Sosa, den Stuttgarter. Zug zum Tor jetzt. Brand! Oh, da war Livakovic noch dran. Er hat das Ding noch geholt. Ich glaube, der könnte, hätte gepasst da hinten. Ja, der hätte gepasst. Der wäre nämlich hinten reingefallen. Ecke Kimmich. Da bekommen sie den Ball nicht raus. Hat der Schmitter? Nee. Freistoß. Ich habe nur das jetzt irgendwie den Pfiff gedeutet. Oh, da liegt einer. Der Kroaten. Gelb Müller, okay. Also gelb gegen die DFL. Ja, Bein zu hoch, alles klar. Richtige Entscheidung. Richtige Entscheidung, Müller. Ja, ich habe halt keinen Stürmer da vorne drin. Ja, keinen guten. Ja, ich habe Werner auf der Bank sitzen, aber der wird ja nicht bei der WM dabei sein. Also müssen wir die Lösung so suchen. Kramaric. So. Gelb Rüdiger, der nächste Deutsche. Der gelb sieht, auch die Karte ist nicht ganz nicht falsch. Perisic. Die ist sogar richtig. Neuer! Kommt noch an den Ball. Ja, auch das wieder eine unglaubliche Aktion. Gut gehalten da auf jeden Fall. So, Ecke kommt. Ecke in den Strafraum. Sie bekommen den Ball nicht raus. Ah, das darf nicht passieren. Brandt. Luka Modric. Modric. Er hat die Chance. Kein Tor. Das sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel, aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten. Mhm. Goretzka. Goretzka gibt den Ball her. Ah, das war blöde. Das war bitter jetzt in der Ballverlust. Das war unnötig, meiner Meinung nach. Nein. Rüdiger muss ich ein bisschen aufpassen, dass der nicht den nächsten, wenn der gelb sieht, sondern nicht weg vom Fenster. Und mit der gelb, mit dem gelb-roten, also mit einem Platz, wird man weniger. Kramaric, der Hoffenheimer. Kramaric und Neuer. Eieiei. Das darf auch gerne mal. Jetzt die Ecke. Gute Parade bei diesem Eckball. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. So, Ball kommt. Gustens. Schöner Pass da. Sané muss ein bisschen aus dem Abseits raus. Das hat er jetzt getan. Und jetzt haben wir hier das erste Tor. 1-0, 35, 36. Minute. Aus nächster Nähe das Tor. Sie machen alles richtig in dieser Situation. So. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen.
Also Fakt ist, dass es 1-0 ist von Thomas Müller. Oh, sagt euch, wir haben keinen Schirmer. Wir haben das Ding gemacht. Sehr gutes Tackling. Herr Rüdiger stellt sich nur dazwischen. Guter Ball auf Brann gegen Guardiol. Brann und die Backe. Da zeigt er sein Können. Ecke kommt in den 16er. Erneut Ecke. Ecke für uns. Nächster Ball. Ball ist erstmal wieder raus. Müller. Leroy Sané hat den Ball. Abseits. Abseits, Buschi. Und das sind so Szenen, die absolut vermeidbar sind. Ja, die sind unnötig. Aber das war für mich. Ja, gut, okay. Aus dem Abseits zurück und dann dieser Pass. Dieser schwache Pass. Also, das geht besser. Perisic. Es werden noch mal 2 Minuten draufgelegt. Perisic. Direkt in die Arme von Manuel Neuer. So, Pause. Pausenpfiff. Die erste Hälfte ist hier im Albeit Stadium also zu Ende. Ja, aber wir verführen mal erstmal. Die deutsche Mannschaft hat Anstoß. Wir legen los mit diesem Spiel. So, ich muss jetzt leider wechseln. Der Portugal übrigens 0-0. Das ist die Partie, die uns, glaube ich, ein bisschen interessiert, weil das wäre der nächste Gruppensieg. Der nächste. Das wäre der nächste Rundengegner. So, sollten wir hier weiterkommen. So, Schlotterberg jetzt für Rüdiger rein. Ich bringe die beiden Geld vor, dass du drauf bist, bevor da irgendwas jetzt passiert. Wobei, ich glaube, das Müller könnte sogar schon gesperrt sein. Der könnte schon die zweite gesehen haben. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Ja, deswegen halt der Doppelwechsel jetzt. Lieber mal so machen, bis vor irgendwas passiert. So, jetzt kommen die Kroaten über Perisic und gut dazwischen gegangen. Oh ja, ja. Hofmann. Süle. Schlotterbeck. Goretzka, ja. Jetzt gegen Kurm. Goretzka. Sané. Gefährliches 2-0. Die deutsche Mannschaft erhöht auf 2 Tore Vorsprung. 54. Da geht er natürlich klasse an ihm vorbei, lässt ihn einfach stehen und macht das. Aber so kann man es machen, so macht man es. Besser geht's nicht. Ausgespielt. Goretzka, der macht da 3 Meter. Spielt das Ding raus auf Sané, Sané auf Kimmich, 2-0. Hier steht es 2-0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Zumindest mal die Aufgabe soweit. Und es ist verdient. Es ist einfach Kramaric. Verdient. Luka Modric jetzt. Brozovic. Brozovic, ja. Man muss ja ein bisschen aufpassen, dass man sich jetzt da nicht ausspielen lässt. Nein. So, Sané. Da ist der Ball jetzt weg. Kovacic, ja, gut dazwischen kommt. Meier. Oh, das war zu klar. Das hat er gut gemacht, aber den Verteidiger ausstehen lassen. Das wäre das 2-1 zum 62. gewesen. Dann wäre es nochmal wahrscheinlich nochmal enger geworden. Vielleicht die Chance. Mateo Kovacic. Sieht gut aus. Neuer! Parade von Manuel Neuer. Wahnsinn, wie hat er denn den noch erwischt? Jetzt wird es die Auswechslung geben. Sie spielen kurz. Na, Kramaric und Neuer. Und hat den Ball. Das frühe 30 jetzt. Ja, gut gelöst da.
Brand mit dem Anspiel. Ach, den können sie abfangen. Ja, das war nicht schlecht. War nicht gut, der Ball. Da kommt der Steilpass von Brozovic. Na, das war doch nicht. Schiri. Das war doch nicht. Ja, ja, Ermahnung. Wofür? Das war ein Ball weggegrätscht, nur. Ich hab doch nicht beschweren, wenn es eine Karte gibt. Nein. Das war nicht. Wählt die kurze Variante. Meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie es hier seht. Kramaric, schon neuer. Sicherheit, die ihn auszeichnet. Nächste Ecke. Ecke kommt rein. So, weg. War am Ende dann doch nicht entschlossen genug. Ja, vielleicht doch nicht. Oh, starke Parade. Abseits, oder? Nee. Faul. Ja, abseits war's. Trotzdem starke Aktion, müssen wir auch mal loben. Den musst du erstmal halten. Brand gibt den Ball her. Brand jetzt mit dem zweiten Fehlpass innerhalb von kürzester Zeit. Ja, sieht durchaus vielversprechend. Ja, die Kroaten wollen jetzt noch mal ein bisschen Draht machen. Viertelstunde haben wir noch. Marcelo Brozovic. Brozovic, weit zu weit, zu weit, zu weit. Kai Havertz. Goretzka ist es. Goretzka, der hat eine deutliche Führung geht die deutsche Mannschaft hier dem Schlusspfiff entgegen. Sie sind überlegen, zwei Tore Führung, sie machen das. Ja, jetzt kommen es sind viele Fehler. Weil, wohlgemerkt, die Kroaten, wenn die drankommen, ist es gut, dann wäre es wieder noch eine Partie. Sollte aber die Kroaten eigentlich noch einen Fehler machen, dann könnte das tatsächlich. Sicher nach hinten gespielt. Wird das Ding hinten. Nochmal. Kimmich. Regulär sind es noch Reus, Ball ist erstmal nur weg. Livakovic. Brozovic. Also kommt gut dazwischen hier. Er kommt jetzt immer gut ran. Kramaric vielleicht. André Kramaric. Kramaric! Oi. Aber der Ball ist weg. Deutschland steht wohl in der Viertelfinale. Würde damit auf Serbien oder Portugal treffen, so wenn das jetzt so klar ist. Aber es ist zumindest erstmal. Puh. Schweres Ding. Schwere Geburt. Aber scheinbar hat genau diese Zustellung gefruchtet. Die deutsche Mannschaft wechselt. So, wir können jetzt nochmal auswechseln. Die Partie neigt sich dem Ende. Ah, Musiala, der kriegt doch. Wenn der den durchkriegt, ist das Ding durch. Ja, starker Pass. Vielversprechende Situation hier, aber der Ball geht leider zum Gegner. Die Chance. Oh, dann ist es Marco Reus vielleicht nochmal mit der Finale. Das war wichtig. In finalen Situationen. Es ist egal. Es ist das 2-0. Man hat ein paar Situationen nicht gut zu Ende gespielt, aber man gewinnt gegen verdient. Und man steht im Viertelfinale. Man durchaus so sagen, Glück im Spiel. Egal. Jetzt geht's ran an die nächste Aufgabe. Die wahrscheinlich. Das war eine starke Leistung heute. Tor gemacht. Was will man mehr? Hat sich den Jubel wirklich verdient? Fakt ist, man steht in der nächsten Runde. Das ist erstmal das Wichtigste. Und ja, wie gesagt, man hat die nächste Aufgabe vor dem Auge. Zug zum Tor jetzt. Jetzt nochmal die Highlights. Ist kein echtes Problem für einen Keeper seiner Klasse. Na ja, hat ein paar gute Dinger rausgeholt da. Schön durchgesetzt. So, Fakt ist, man ist durch. So, erstmal die Aufgabe gelöst. Und jetzt will man mehr. Und Kroatien, ja, Kroatien war gut. Wir haben viele gute Situationen gehabt. Neuer hat alle gehalten. Wir haben nur zwei Tore gemacht. Am Ende ist es eh wurscht. Nächster Gegner ist Serbien. Serbien steht Ronaldo und Co. Okay. Es ist kein Freilos, aber es ist ein leichteres Los als Portugal, würde ich sagen. Aber sie haben halt Portugal geschlagen. Ne?
So, gucken wir mal auf die anderen Ergebnisse. Moussa gewinnt gegen Senegal 1-0, ist damit weiter. Genauso trifft auf Argentinien, die Franzosen ausgeschaltet haben, den Weltmeister. Der ist im Achtelfinale raus. Moussa Argentinien ist ja also das erste Viertelfinale. Dann geht's gegen England, schlägt Katar den Gastgeber mit 2-1 und zieht damit weiter ein. Trifft auf Dänemark, die Mexiko ebenfalls mit 2-1 schlug dann gegen uns. Und wir treffen jetzt die auf Serbien und die anderen beiden Partien, Belgien, Spanien, wo wieder ein Favorit fliegt. Und Korea gegen die Schweiz. Ja, der Schweiz, die Schweizer, der Favoritenschreck, die ja die Franzosen rausgehauen haben bei der letzten Europameisterschaft. So, wir treffen, wie gesagt, jetzt auf Serbien und das sehen wir in der nächsten Folge wieder. Bis morgen um 14 Uhr im Viertelfinale gegen Serbien.